Im Süden der Pfalz, nahe der Grenze zum elsässischen Wissembourg, liegt die Gemeinde Bobenthal mit ihren 300 Einwohnern. Das Dorf ist eingebettet in die liebliche Landschaft des Dahner Felsenlandes und wird von der Wieslauter durchflossen. Geschichtlich wurde Bobenthal erstmals im Jahre 1316 erwähnt. Der Ortskern wird heute durch die frisch restaurierte Mühle und stattliche Fachwerkhäuser sowie die St. Michaelskirche geprägt. Aufgrund des Gesamtensembles des Ortsbildes sowie der einzigartigen Schönheit der Landschaft gewann Bobenthal 2018 im Landeswettbewerb von Unser Dorf hat Zukunft eine Goldmedaille. Die heutige Kirche St. Michael in der Ortsmitte wurde 1779 erbaut. Es ist nicht genau gesichert, ob sich vorher an dieser Stelle eine andere, kleinere Kirche befunden hat. Knapp 100 Jahre nach ihrer Erbauung wurde die Kirche 1879 nach Plänen des Speyerer Architekten Franz Schöberl im neoromanischen Stil umgebaut und vergrößert. Das Dorf war allerdings nie Pfarrsitz, sondern gehörte kirchlich stets zum benachbarten Niederschlettenbach. David Keller studiert Kirchenmusik und spielt seit seiner Kindheit auf der Ophausorgel. Er ist in Bobenthal aufgewachsen und kennt das Instrument in- und auswendig. Durch seinen Einsatz wurde die Restaurierung des Instruments erst ermöglicht. Der wertvollste Ausstattungsgegenstand unserer Kirche ist definitiv die Ophausorgel von 1817. Lange Jahre war unklar, wer die Orgel überhaupt gebaut hat, bis man ca. im Jahr 1980 einen Zettel in der Windlade entdeckt hat, auf dem steht: Diese Orgel wurde gemacht von Wendelin Ophaus in Kirchweiler bei Neustadt an der Hart. Derzeit war Herr Dahm Bürgermeister von Bobenthal und Erlenbach. Offensichtlich gab es damals in Bobenthal einen wohlhabenden Spender, der die Orgel finanziert hat. Denn man muss bedenken, dass in dem Jahr in Bobenthal ca. nur 50 Einwohner gelebt haben. Es war in der Epoche der Romantik in Deutschland eigentlich üblich, dass man Barockorgeln sozusagen dem musikalischen Zeitgeist angepasst hat. Sprich, man hat hohe Register durch grundtönige Register ersetzt. Meistens geschah dies in Gemeinden, wo genügend Geld vorhanden war. Dies ist hier zum Glück unterblieben und aus dem Grund ist die Orgel dann auch im Laufe der Jahre erhalten geblieben. Im Jahre 2010 gab es hier in Bobenthal eine große Kirchenrenovierung, wo man die Orgel dann eingepackt und danach gereinigt hat. Als dann bei der Kirchenrenovierung auch klar wurde, dass die Orgel in einem sehr schlechten Zustand ist und in absehbarer Zeit eine Maßnahme notwendig sein wird, habe ich im Jahr 2011 damit begonnen, in der Gemeinde ein Bewusstsein zu schaffen, dass eine Restaurierung dieser bedeutenden Orgel unumgänglich sein wird. Christoph Keckenhoff hat damals die Stelle des Orgelsachverständigen der Diözese Speyer frisch übernommen und hat sich da ganz begeistert gezeigt, dass endlich was an dieser Orgel passiert. Er war es dann auch, der an der Orgel eine Bestandsaufnahme durchgeführt hat und hierbei festgestellt hat, dass die Orgel mindestens noch 95% ihrer originalen Substanz aufweist. Den Auftrag für die Restaurierung hat dann im Jahre 2015 die Firma Orgelbau Rolf in Neubulach bekommen. 2016 gab es hier in Bobenthal eine weitere Kirchenrenovierung. Bei dieser Gelegenheit wurde dann auch die Orgel abgebaut und in die Werkstatt der Firma Rolf nach Neubulach transportiert. Mein Name ist Tobias Merkle.
Ich bin Orgelbauer in der Firma Rolf. Wir haben diese Orgel hier restauriert. Für uns Orgelbauer ist Restaurieren eine sehr spannende Angelegenheit, weil man in die Geschichte eintaucht. Zum einen in die Geschichte des Orgelbauers selbst, des Erbauers, zum anderen aber auch in die allgemeine Geschichte. Man muss sich überlegen, ein Auto aus den 60er Jahren gilt als Oldtimer. Diese Orgel wurde 1817 gebaut und ist nahezu vollständig original. 1817, da wurde die Draisine vorgestellt, das ist der Vorläufer des Fahrrads. Mendelssohn Bartholdy war gerade mal 8 Jahre alt. Napoleon wurde eben erst besiegt, Europa neu geordnet. Und das ist alles hier irgendwie präsent. Hier ist es so, dass wir noch die Originalpapierung vorgefunden haben. Die Papierung der Ventilfläche. Die Ventilfläche muss abgedichtet werden. Das kann man mit Leder oder Papier machen, hier mit Papier. Und die ist noch original erhalten. Wir haben die Ventile vorsichtig runtergenommen, die Ventile neu beledert und die Papierung im Wesentlichen erhalten. Auch das Pfeifenwerk ist nahezu komplett erhalten. Wir haben hier 669 Pfeifen und davon haben wir lediglich 28 rekonstruiert. Die haben nicht richtig reingepasst in Material und Mensur. Alles andere ist noch original da. Was wir an diesen Pfeifen im Wesentlichen gemacht haben, Mitte des 19. Jahrhunderts, mit Beginn der Romantik im Orgelbau, hat man gerne Pfeifen eingeschnitten, um Stimmlappen zu erhalten, um sie so leichter zu stimmen. Davor waren die Pfeifen auf Stimmtonlänge abgeschnitten. Diese Pfeife wird mit einem Stimmhorn eingekulbt, um gestimmt zu werden. Wir haben also diese Schlitze, die später reinkamen, wieder zugelötet und sind uns sicher, damit jetzt wieder die originale Stimmtonhöhe zu haben. Zum Prinzipal. Ja. Ja, und wir freuen uns aber auch über die ein oder andere Kuriosität, die man in der Orgel findet. Hier an dieser Gedeckpfeife, da wurde der Deckel abgedichtet mit Buchseiten aus dem 18. Jahrhundert. Und alle Pfeifen dieser Art sind offensichtlich mit den gleichen Seiten abgedichtet. Es handelt sich um ein juristisches Werk aus dem 18. Jahrhundert. Also wir wickeln das dann auf, freuen uns drüber und stecken es wieder zusammen. Seit 200 Jahren funktioniert das. Ja, insgesamt hat hier der Orgelbauer eine hervorragende klangliche und auch handwerkliche Arbeit geleistet. Und ich glaube, wir haben durch behutsamen und liebevollen Umgang mit seinem Instrument ihm den nötigen Respekt gezollt. Bemerkenswert ist auch, dass die Kirche seit jeher eine künstlerische Ausstattung besitzt, die für eine pfälzische Dorfkirche keinesfalls selbstverständlich ist. Zu den wertvollsten Ausstattungsstücken zählt die Rokokokanzel aus der Erbauungszeit der Kirche. Bei ihrer Renovierung im Jahre 2010 erhielt die Kirche neben der neuen künstlerischen Ausmalung durch Vitus Wurmdobler eine neue liturgische Ausstattung des bedeutenden Bildhauers Klaus Ringwald. Hierzu zählen die Tabernakelstele im Chorraum, der Ambo, der Osterkerzenständer, die Weihwasserbecken sowie ein Altarkreuz und zwei Altarkerzenständer. Die Kirche zählt aufgrund ihrer Kunstwerke zu den bedeutendsten Kirchenbauten der näheren Umgebung. Vor allem auch durch die historische Orgel. Unsere Orgel ist eine sogenannte mechanische Schleifladenorgel. Das heißt, dass
die Verbindung von der Taste zur Pfeife auf mechanischem Wege geschieht. Die Orgel funktioniert folgendermaßen: Wenn ich jetzt eine Taste drücke, dann ziehe ich quasi an einer Holzleiste, die sogenannte Abstrakte. Diese Abstrakte führt auf eine sogenannte Welle. Die Welle bewegt sich mit und überträgt dann die Bewegung der Taste auf das Spielventil. Das Spielventil liegt in der Windlade und beim gezogenen Register gibt das den Spielwind zur Pfeife frei. Die heutige Balganlage besteht aus drei Bälgen. Diese Bälge muss man sich folgendermaßen vorstellen, und zwar ist es eine Art Kasten, in dem auf dem Grund eine Art Stöpsel liegt. Dieser Stöpsel wird, wenn der Balgdrehter in den Drehkolben reinsteigt, nach oben gehoben und ist dann am oberen Rand des Kastens. Durch sein Eigengewicht sinkt er wieder nach unten und komprimiert die in der Balgkammer vorhandene Luft. Mein Name ist Michael Kaufmann. Ich unterrichte an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und bin Orgelsachverständiger. Mit der Orgel- und Musikgeschichte von Heidelberg, Mannheim und der gesamten Kurpfalz habe ich mich beschäftigt und bin dabei immer wieder auf den Namen Uphaus oder Uphauser gestoßen. Beide Varianten gibt es in den Akten und die Familie selbst hat über 2, 3 Generationen wahrscheinlich den Orgelbau gepflegt in der Kurpfalz und war wiederum verwandt mit den Wieglebs, mit den Overmanns, Krämers und die gehen wiederum zurück auf die Dynastie der Müllers, die sich nach dem Dreißigjährigen Krieg beziehungsweise dann in Erweiterung, im Wachsen dann nach dem Pfälzischen Erbfolgekrieg in der Kurpfalz niedergelassen hat. Die Kurpfalz war komplett zerstört. Die Truppen hatten alles platt gemacht und wenn irgendwo in einer Kirche eine Orgel gestanden war, dann war das natürlich für die Soldaten ganz willkommen, denn das Wichtige war immer, den eigenen Munitionsbeutel wieder aufzufüllen und dazu eigneten sich insbesondere die bleihaltigen Metallpfeifen, die man dann aus den Orgeln herausräumte, klaute aus den Kirchen und einschmolz, in die Kugelformen presste und auf die Art und Weise dann wieder mit Munition versehen war. So war quasi keine Orgel verschont geblieben, vielleicht noch ein paar Holzpfeifen, die noch standen in den Kirchen, aber ansonsten war alles leergeräumt. Das war ein ideales Terrain für Orgelbauer, um sich dann
in dieser Gegend niederzulassen, den Orgelbau neu zu begründen und natürlich klar ihr Gewerk oder ihr Handwerk zu betreiben, so wie sie es mitgebracht hatten aus, und jetzt muss ich ausholen, geografisch, erst Schlesien, dann Böhmen, dann Sachsen, Thüringen, Mainfranken und schließlich dann den Main abwärts Richtung Süden, also Württemberg, Baden und natürlich auch die Pfalz. Was zeichnet diese Orgel noch aus? Sie hat gerade in der gleichen Lage, also hier bei einer kleinen Orgel, 4 Fußregister, einen Streicher, ein Salicional. Der versucht so etwas, den Streicherchor nachzuahmen, wie man ihn im Orchester kennt. Er bleibt dabei relativ laut. Es gibt noch eine weitere Streicherstimme, die Viola da Gamba. Die hat die Besonderheit, dass sie in der Oktav springt. Ich spiele sie alleine abwärts. Also zweimal kommt das Gleiche. Warum? Das sind bauliche Probleme, die man hier hat. Die Pfeifen wären einfach zu lang geworden in der tiefen Oktave. Deswegen musste der Orgelbauer sie hier repetieren lassen. Die Höhe hinter dieser Fassade ist einfach nicht vorhanden. Aber es ist natürlich ein interessanter musikalischer Effekt. Und man hört auch, wie diese Pfeifen angestrichen werden, quasi wie mit dem Bogen. Neben diesen Farbstimmen braucht die Orgel natürlich Kraft. Kraft braucht sie, um die Gemeinde zu führen. Die Kirche ist nicht besonders groß, trotzdem muss die Orgel kräftig sein, um den Gesang zu tragen. Und das kann sie mit ihrem Plenum. Prinzipal, ein weiterer Prinzipal, eine Oktav höher. Dabei dazwischen jetzt eine Quinte. Und man hört, es entwickelt sich etwas. Darunter das Gedakt. Und jetzt noch die Mixtur. Thank you.
man hat einen großen Klang. Wendelin Uphauser hat sein Handwerk in Heidelberg sicherlich gelernt. Er ging dann nach Kirchweiler zu Franz Seufert und in Kirchweiler dann, sagen wir, diese Tradition des mainfränkischen Orgelbaus mit dem Oberrheinischen gemischt und mit einem kurpfälzischen Einschlag versehen hatte. Und auch hier noch einmal die Besonderheit dieser Orgel: Es ist die einzige in dieser Art und Weise homogen im Bestand überlieferten originale Orgel aus dem Zeitraum zwischen 1750 etwa und 1830 aus der kurpfälzischen Orgelbautradition der Heidelberger Schule. Die Orgel wurde damals für die wesentlich kleinere Vorgängerkirche erbaut, die dann im Jahr 1879 erweitert wurde. Man wollte sich dann, als die Kirche fertiggestellt war und auch bei dieser Gelegenheit vergrößert wurde, ein neues Instrument anschaffen, und das ist damals aus Geldmangel unterblieben. Aufgrund des Geldmangels hat man dann die Orgel wieder aufgebaut und der Speyerer Orgelbauer Schlimbach wurde mit der Reparatur beauftragt. Im Krieg
diente die Kirche als Möbellager. Es fanden lange Jahre keine Gottesdienste statt und auch Bobenthal wurde im Zweiten Weltkrieg stark mitgenommen. Die Orgel hat trotzdem den Krieg überlebt, hat aber einen Granattreffer abbekommen, weil hier auf der Straßenseite vor der Kirche eine Granate explodiert ist, das Fenster durchschlagen hat und einige Splitter der Granate in der Orgel gelandet sind. Aufgrund dieses Granattreffers musste die Orgel nach dem Krieg repariert werden. Das geschah dann im Jahr 1946 und wurde damals von Gabriel Knei, der zum damaligen Zeitpunkt Geselle der Firma Paul Sattel in Speyer war, ausgeführt. Nach der Instandsetzung durch Gabriel Knei erfolgte 1951 eine Überarbeitung der Orgel durch die Ludwigsburger Orgelbaufirma Walker. Bei dieser Maßnahme hat man in den Bestand der Orgel nicht eingegriffen. Man hat lediglich einige, wie es damals üblich war, ästhetische Korrekturen durchgeführt. So hat man zum Beispiel die Registerschildchen ersetzt durch damals übliche Plastikschildchen. Unsere Orgel hat einige Besonderheiten, die sie von anderen Kirchenorgeln unterscheidet. Zum einen ist dieses relativ kurze Pedal. Andere Orgeln haben meistens einen Pedalumfang von ca. 32 Tasten. Bei unserer Orgel hat man lediglich 15 Tasten. Das macht es insbesondere immer schwierig, wenn man mal eine Vertretung braucht, weil an dieser Orgel kann man sich nicht gerade hinsetzen und spielen, man muss sich da eigentlich erst reinfinden. Eine weitere Besonderheit der Orgel ist die Zusammenstellung der Register, die sogenannte Disposition. Andere Orgeln haben meistens im Pedal ein tiefes Bassregister in 16 Fuß Lage. Das heißt, die tiefste Pfeife ist 16 Fuß lang. Unsere Orgel hat im Pedal lediglich 3 8-Fuß-Register, was bedeutet, dass das Bassfundament unserer Orgel eine Oktave höher klingt als das Bassfundament anderer Kirchenorgeln. Dies ist eine Besonderheit, denn wenn man die Disposition der Orgel liest oder den Klang der Orgel hört, würde man im Pedal ein solches 16-Fuß-Register vermuten. Obwohl unserer Orgel ein 16-Fuß-Register fehlt, vermisst man klanglich überhaupt nichts. Im Gegenteil, diese 3 8-Fuß-Register sind so kräftig gebaut, dass man trotzdem ein ordentliches Bassfundament hat. Obwohl unsere Orgel ja ein relativ konservativ gebautes Barockinstrument ist, ist es auch möglich, auf ihr Werke von Komponisten der Frühromantik zu spielen. Beispielsweise Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy oder Niels Wilhelm Gade. Felix Mendelssohn Bartholdy war 1837 auf einer Hochzeitsreise, wo er unter anderem auch einige Tage in Speyer verbracht hat. Während dieser 3 Tage komponierte er die 3 Präludien für Orgel, Opus 37, die heute zu seinen bekanntesten Orgelwerken zählen. Beim Spiel von romantischer Literatur auf dieser Orgel muss man bedenken, dass man hier nur ein kurzes Pedal mit dem Umfang von knapp einer Oktav zur Verfügung hat und aus diesem Grund einige Töne, die diese romantische Literatur im Pedal vorsieht, umzulegen. Ja, seit der Restaurierung unserer Orgel hat sich die Orgel zu einem Magnet für Orgelfreunde und Organisten aus aller Welt entwickelt. Das ist aus heutiger Sicht sehr erfreulich. Gab es auch anfangs innerhalb der Gemeinde eine große Skepsis, was die Restaurierung dieser Orgel anbelangt.
Als die Orgel im Jahr 2016 fertiggestellt war, gab es ein Einweihungskonzert, das damals Winfried Bönig, der Domorganist des Kölner Doms, gespielt hat. Bei diesem Konzert war es tatsächlich so, dass das Publikum im Chorraum auf dem Boden sitzen musste, weil das Kirchenschiff so überfüllt war. Und es war für mich damals ein sehr erfreulicher Moment, denn auch in der Gemeinde gab es da eine große Skepsis, ob sich denn eine Restaurierung dieser Orgel lohnen würde und ob denn Orgelkonzerte überhaupt von Gemeindemitgliedern besucht werden würden. Das hat man zum Anlass genommen, um danach weitere Konzerte durchzuführen. Und seit dem Jahr 2016 haben wir es eigentlich beibehalten, dass wir pro Jahr 2 bis 3 Konzerte veranstalten. Im Jahr 2017 konnten wir auch eine CD dieser Orgel aufnehmen. Christian Brembeck hat uns damals ganz großartig unterstützt und Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Krieger, Leopold Mozart und Ludwig van Beethoven eingespielt. Seit dem Jahr 2021 sind wir auch Station auf der Deutschen Orgelstraße. Die Deutsche Orgelstraße ist ein Kulturnetzwerk, das von der Waldkircher Orgelstiftung ins Leben gerufen wurde und zum Ziel hat, in ganz Deutschland ein Netzwerk zu bilden zwischen Kulturschaffenden, Orgeln, Organisten und somit das Instrument Orgel weiter in den Blick der Öffentlichkeit rücken soll. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie einmal in Bobenthal zu einem Konzert begrüßen dürfte. Die Kirche steht Ihnen jederzeit offen und gerne kann auch die Orgel besichtigt und bespielt werden.